Oh, da ist er. Hallo! Willkommen zurück bei Black Hawk Down. Wir sind eben in Düsseldorf. Ich gebe nicht auf. Am Cockpit gibt's Gegenstände. Wir müssen ihn abholen. Oha. Oh. Ich kriege 50 Millionen. Dafür arbeite ich auch gerne eins. Geh weg. Und frag mich nicht, wie ihr es geschafft habt, an den beschissenen Hubschrauber ranzuspringen. Ich hab keine Ahnung. Ich könnte es dir sagen, aber ich würde wahrscheinlich jetzt in Arbeit ausarten. Ein Wort, Bullshit. Langsam verstehen wir uns. Was ist jetzt? Erwin! Du machst alle Türen auf! Er hat echt keinen. Ich frag mich echt, ob der das darf. Vor deutscher Handarbeit. Sehr schon wieder. Wow! Hallo Leute, ich möchte euch ganz herzlich einladen zum Erntedankfest. Kommt bitte alle zahlreich. Ah ja, wenn ihr jetzt Spaß macht. Ach, schon wieder. Lauf! Ach, hier ist er. Hast du das versucht, eine Ohrfeige zu verpassen, oder? Schon wirklich. Ah, I, Rauch, I, kann ich nicht schießen. Ah, hinter mir! Jetzt sagt ihm doch endlich mal, dass Schusch. Wir kommen! Er hat Schusch gesagt! Schusch! Bringen Sie zum nächsten Heli! Ja, genau! Das wird genau so funktionieren! Warten Sie doch! Ihr wisst schon, dass zwischen den Helis eine Luftströmung ist, oder? Los, komm mal hier! Da warst du doch! Aha! Jetzt los noch, komm! Ja. Ja. Das ist so geil. So eins. Wie Speed Racer, weißt du, das Spiel. Und plötzlich hat er so eine Waffe, warum auch immer. Es wird ja immer besser. Es ist. Und versuch ein bisschen Spaß zu haben. Na komm. Ich hab doch Spaß. Gut, dann bin ich froh. So, wo ist er? Da. Oh, ja. Ja, klar. Na klar! Das ist super nervig, der Abschnitt hier. Ich bin auch jetzt getroffen worden. Ich bin tot sogar. Ich komme. Ich weiß noch nicht, warum er mich jetzt so lange beschossen hat, dass ich gestorben bin. Er zieht davon! Ach nee. Oh Gott, das sind ja Raketen. Schuss Missiles. Und wie lange die Raketen gebraucht haben, den war Wahnsinn. Hui, jetzt fehlt's rund. Ist hier was los, ey. Fallschirme! Ich hab's nicht geschafft, ich hab's nicht geschafft. Ich schon. Hast du es geschafft? Okay. Also er hält sie nicht mal fest, er zündet das Ding einfach. Tempo. Jetzt will ich sehen, wie die das überleben. Tja, Jake ist ein Übermensch. Und bei Sherry werden wir sehen. Wir schicken einfach eine neue Jake, Sherry. Du, sein Vater hat ja im Vulkan überlebt. Also. Ja, Chris auch. Jake hat er hat sogar Problem ganze mit. Steine mit seiner Faust bewegt. Pierce, der hat Rom in einem Tag abgebrannt. Anderen Leuten in die Schuhe geschoben. Der arme Nero. Kann ich jetzt hier auch sagen, danke? Nee. Kann ich nicht. Ach, nein, doch hier. Noch was machen? Tu dich frei, fühl dich gut. Ich tu mich frei gut. Weiter jetzt. Los. Und tut auch was. Ba 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 ba. Oh, kuscheln im Schnee.
Gott, meine Heinz-Ketchup-Flasche. Wo ist sie? Meine Sammel-Heinz-Ketchup-Flasche von 1978 aus dem Kosovo. Sie ist kaputt. Was mache ich jetzt? Meine 50 Millionen. Nein, du würdest verbluten. Bitte. Auf deine Verantwortung. Versuch mal so ein Ding rauszuziehen. Ist auf jeden Fall gut geschmiert. Die Fixstelle. Tja. Was zum Teufel? Erklär mir, was da gerade passiert ist. Bitte tu es nicht. Ja, vielleicht sollte man lieber dein Blut auf Antikörper testen. Das haben sie schon. Öfter als ich ertragen konnte. Wie ich das schon erzählt habe, ihr Vater ist mitverantwortlich für den Ausbruch in Raccoon City. Mhm. Und sie war das erste Testsubjekt von ihm. Und sie ist in der Lage gewesen, mit dem Virus sich zu verbinden. Seitdem hat sie eben auch so ein bisschen Superkräfte. Die Daten sind weg. Die sind einfach aus dem Telefon gefallen. Beim Absturz. Genomanalyse. Alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Genomgemüse? Alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Wir brauchen Genomgemüse. Viel Rettich. Hey, wer sind Sie eigentlich? Sie können mich übrigens anstellen. So für 1000 extra. Wo sind meine 50 Millionen? Warum ist es hier so dunkel in meinem Zimmer? Ich hatte alle ihre Schleifertschutz. Wo ist mein Power Rangers Poster? Wo bin ich? Mami! Im Schneesturm. Sollen wir mein Geld so, wie du siehst, verdienen? Sind wir jetzt im Schnee unterwegs. Ist dir vielleicht aufgefallen? Mittlerweile habe ich echt irgendwie den Überblick verloren, nach welchen Regeln dieses Spiel spielt. Es gibt keine Regeln, es geht einfach bloß darum, möglichst viel wahnwitzige Abwechslung zu bringen. Aber würde das nicht heißen, dass es völlig egal ist, ob wir angeschossen werden oder nicht? Dann suchen wir dort Zuflucht. Ich wundere mich, dass wir wieder ist genau derselbe Quatsch wie bisher immer. Das ist halt so. Ich habe sie beim Absturz verloren. Das Ortungsgerät zeigt uns an. Hier ist ein Kraut. Und hier rechts können wir runter. Dann mache ich uns einen schönen heißen Kaffee. Erstmal rechts runter? Jo. Und wie du siehst, wir haben jetzt auch ein Radar rechts oben, damit man sich hier nicht zu stark verläuft. Was ich ganz begrüße. Weil die Ecke doch ein bisschen nervig ist wegen dem Schneesturm. Tatsächlich gerade so ein bisschen, übrigens auch von Capcom, nach, wie hieß denn das, Lost Planet. Stimmt. Mit den Insekten, ne? Mit diesen Rieseninsekten. Genau, und mit dem Kälte, die dann immer kam. Aufpassen musst, dass du nicht erfrierst. Ist das eine Hommage daran? So, Scharfschützengewehr haben wir. Wir brauchen jetzt drei Schlüssel. Und. Ja. Ja, das geht ja noch einigermaßen. Was ist denn da oben? Kommen wir da oben nicht an? Kommen wir aber nicht ran, ohne weiteres, wa? Okay. Hätte ich vielleicht hochlegen? Ich glaube, nein, da war jetzt nichts zum Anzeigen. Also nichts angezeigt in die Richtung. Hm. Mann, ich werde manchmal sprachbehindert, wenn wir zocken, weil ich irgendwie zu aufgeregt bin und dann schneller sagen möchte. Du bist aufgeregt, wenn wir zocken? Immer aufgeregt, wenn wir zusammen sind. So, komischerweise sehe ich dich da nicht auf dem Radar. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich auch nicht. Das sind Jabo und sie stecken in einem Kokon. Kokon. So. Die fliegen, glaube ich. Das sind diese Vögel. Die sind echt nervig. Die auch so Sturzflüge machen und sowas, um dich dann zu kriegen. Bitte. Sehr gut. Selbe Idee gehabt. Abgedankt und vollgetankt. Dank Mutti in der Wanne. Ich sehe gar nichts. Deswegen springen wir erstmal in die Tiefe. Toll. Ah, Vorsicht, normale Soldaten. Bei mir nicht. Wo bist du denn? Du bist irgendwie vorbeigelaufen. Na, ich versuche hier den Schlüssel zu holen. Achso, mach einfach weiter, ich krieg das hier schon hin. Kannst du bitte springen? Danke.
Hab ja schon wieder einen Kokon, leider. Oh nein, eine Lawine! So ein verschissener Kokon kommt hier. Das Ding ist also voll mit Daten über mich. Zwei sind's noch. Beeilen wir uns. Also, ich wusste, er kriegt mich. So ein Dreck. Er hebt mich hoch. Danke sehr. Ah. Alter. Den Schlüssel hast du, ja? Okay, hast du. Schlüssel habe ich, ja. Oder eher das Datenpad oder was das da ist. Das Vieh ist auch da. Ah, ja. Oh, oh, oh. Und noch mehr Soldaten. Wo kommen die eigentlich her, die scheiß Soldaten? Hier mitten in der Pampa. Das sind die Soldaten des ewigen Eises. Das sind die Eispiraten. Jetzt mit ganzen Zwitz. Zwitz. Dass mir glatt die Sprache im Mund stecken kann, wenn mich einer angegriffen hat plötzlich. Hallo, ich bin hier der Obermover. Nicht du. Knack und Bug. So, müssen wir hier die Leiter hoch oder geradezu? Ja, stimmt, oben ist auf jeden Fall irgendwas. 80 Meter ist über uns der Ski. Erstmal, ja, stimmt, wir müssen geradeaus hoch. Wir müssen den Berg hoch. Und das Schlimme hierbei ist, wir dürfen nicht hinfallen, also auch nicht auf den Boden werfen oder ausweichen. Hier unten, wo ich bin. Okay, aber wir müssen doch hier den Schlüssel noch holen. Der 80 ist, glaube ich, da hinten, oder? Na, okay, ich komme zu dir. Nee, der 119 ist hier. Ist mir halt recht. Okay, ich komme zu dir. Ist mir halt recht. Lawine! Du darfst doch nicht schreien hier! Du löst noch eine Lawine aus! Hilfe! Wow! Musst du ausweichen eben? Nee. Ist das hier ein geheimer Durchgang? Was ist denn hier? Wow, was ist denn hier los? Oh. Oh. Das ist eine Abkürzung, wo ich gerade bin. Ich rutsche gerade den ganzen Berg wieder runter. Schön. Hier gibt's Gegenstände. Aua! Wo bin ich denn jetzt? Schon wieder einen Neut gefunden. Jetzt bin ich irgendwo. Ach, hallo. Ich grüße Sie ganz herzlich. Willkommen. In Mount Bullshit. Verpiss dich. Wo bin ich denn hier? Ja, war so ein kleiner Durchgang, konnte ich wie auf einer Wasserrutsche hinunterbrausen. So, wie komme ich jetzt zu dir? Er löste sich auf, bevor er überhaupt den Boden erreichte. Aber hier kommen wir auch nicht hoch. Also ich kann hier zwar sehen, wo der Key ist, aber ich komme... Aua! Sag mal, ihr habt doch wohl... Ich bin in der Ecke, wo ich den Key holen kann. Glaube ich zumindest. Ich komme dich jetzt holen, du Wichser. Weißt du schon, ne? Scheißig drauf, scheißig drauf, scheiß auf alles, was du hier machst. Du weißt, dass wir jetzt getrennt sind, das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Noch ein Kokon, scheiße. Hast du die Daten? Ja, ne, ich bin falsch, ich bin falsch. Wo ist denn das dann? Sieg zu. Lass mal wieder zusammenfinden. Ich komme jetzt auch gerade auf dich zugerannt. Und wo ein Schuss ist, weiß ich. Ich meine, muss man zu diesem Ferienhaus, wo ich jetzt gerade gewesen bin. Was auch immer das sein soll. Aber erstmal muss man noch den Schlüssel holen. Na komm jetzt runter. Alles klar? Los! Da bist du. Vorsicht! Ah! Abschütze! Den hole ich mir. Schöne Grüße von Thekla. So, wir müssen jetzt den Berg hoch, dürfen uns aber nicht auf den Boden werfen oder hingeschmissen werden. Denn sonst rutschen wir den ganzen Berg wieder runter. Okay. Wir müssen nochmal hochlaufen. Na dann. So, hier hoch. Achtung, Scharfschütze. Lawine. Mein Gott, mir steckt irgendwas am Hals. Hallo! Du bist abgerutscht, ne? Yes! Der Speer! Ich wurde angeschossen.
Ah, ich hab mich auch hingeworfen, sorry. Ich komme zu dir runter. Ich rutsche zu dir runter. Lalalala, hallo. Hallo. Oh, du hast aber mit dem Affenzahn an dir, Stefan. Das ist so lustig. Doch irgendwie dämlich. Ja, unsere Schneemobile, die können wir auch nehmen übrigens. Jetzt muss ich erstmal nach oben kämpfen. Aber die dürfen sich hinwerfen, weißt du? Achtung, Schneemobil kommt! Hab ihn! Die Wand ist gerade neu tapeziert! Oh, Vorsicht! Böser Kerl! Kannst du hier mit draufsteigen oder kann ich den Bus alleine? Dann müsstest du mal in meine Richtung gucken. Ich versuche hier ganz hochzufahren hier. Rutsch mal ab. Ah, Typ! Kannst du mit aufsteigen? Nee. Schade, dann fahr ich jetzt mal. Du machst aber lustige Sachen. Ha! Ich fahr über den Haufen, ja! Woohoo! Voll gut, stolz ich wie Scheiße, aber egal. So funktioniert die Welt nun mal. So, ich fahre mal noch ein paar Dinger über den Haufen. Ist so schwer zu steuern. Ah, das ist die nächste, das ist die nächste. Hier sind mehrere. Schneemobile. Schneemobile, Schneemobile. Ich ramme ihn! Ich hab ihn gerammt! Au, ich bin schwer verletzt dadurch. Hallo. Hallo. Ich steig ab. Wenn du auch mal rauf willst, kannst du machen. Bloß nicht. Au! In dem Spiel habe ich echt genug von Fahrzeugen. Zum Dreck, ey. Fuck. Ah, mein Fernseher will sich wieder ausschalten. Das ist ein Kack immer. Das darf er nicht. Sag ihm das. Mach es nicht, Fernseher. Bist voll doof. Er hat gehört, er hat gehört. Ja, er fährt mich mit einem Karma an. Ui! Wo bist du? Da bist du. Er fährt da vorbei. Oh, bald ist Weihnachten. Ja, voll gut hier. Hab ihn. Sehr gut. Knall. Wo ist der Schlüssel? Nein. Oh, Abgrund. Ne, hast du ja schon. Einen habe ich schon. Der Mann. Sehr gut. Da ist eine Brücke. Ich sehe eine Brücke. Komm ich da auch hin? Wir nennen diese Brücke. Du hast sie zuerst entdeckt. Ich nenne sie den Pfad der Durendare. Wunderschön. Deswegen bist du hier, der Jake. Genau. Hey, Jake, Jake, guck mal zu mir, guck mal zu mir. Ich mach jetzt Feuerwehr, guck mal. Hast du den gesehen? Boah. Geil, wa? Kann ich die kappen? Bitte nein, warte, warte! Nein! Du bist ja wirklich ein Arschloch. Nee, kann man nicht. Ja, aber lustig. Schon zurückhalten kann. So Indiana Jones mäßig. Sind alle dran hängen. Ist ein rechts. Oh, da ist ein Truck. Guck mal, da steht ein Truck rum. Die tollste Szene, die ich auch kenne, wie Leute an so einem Ding hängen, ist bei Fluch der Karibik, wo die beiden in diesen runden Käfigen sind und versuchen gleichzeitig hochzuklettern. So eine wahnwitzige, bescheuerte Szene. Das aber stimmt. Lustig. Aber es ist eben genauso eine Wahnwitz-Action. Weil absolut over the top missgebaut wird. Mhm. So ein Haus. Kommen wir, glaube ich, auch noch rein. Wer wohnt hier? Hallo! Klopf, klopf! Hallo! Ach hier! Da kommt ein Mutant schon wieder. Hallo! Hier ist eine Kiste drin. Oh, hier. Wer wohnt denn hier? So, kriegen wir den von hier aus? Oder müssen wir dafür extra raussehen? Oh, ich sehe ihn da. Da schwebt er. Oh, hast du gesehen? Wie unheilvoll er vorbeigeschwebt ist? Oh, hi! Da liegt er ja. Ist hier fallen. Das gefällt. So, können wir von hier aus auch abkürzen, ist die Frage. Weil eben konnte ich ja ganz cool abkürzen.
meinst du? Ja, echt cool, wenn das hier auch ginge. Rutschige wäre das absolut geilste, wenn das hier ginge. Nicht so aus. Nicht wirklich, ja. Vielleicht ist die auf halbem Wege oder so. Hier kannst du runter, aber. Oh. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wissen wir das schon? Zu diesem komischen Haus müssen wir jetzt. Komm, schnappt ihr auch noch Schneemobil, dann fahren wir jetzt gemeinsam rüber. Können wir hier nicht runterrodeln oder so? Hätte ich auch gehofft. Kannst auch rodeln, wenn du möchtest. So wie wir hochgekommen sind. Oh, das Licht. Was ist ja mit der Kamera hier nicht auch in Ordnung? Bumsi, Bumsi. Na, die hast du da voll aus, oder? Bumsi. Wo sind denn jetzt die tollen Schneemobile wieder hin? Vielleicht wollte sie mir das sagen, die Brücke. Genau das. Bumsi, Bumsi, Bumsi. Okay. Cherry! Ich komm schon, warte, ich sitze auf dem Schneemobil. Da wirst du ja noch voll, du musst nachher noch ein Schneemobil fahren. Das musst du ja nachher sogar noch. Kann ich jetzt hier runterrodeln? Ja, mach da einfach. Der ganz wahnwitzige Action-Szene musst du nachher noch. Hallo, zeig mal, was du kannst. Und schmeiß dich irgendwas. Hey! Juhu! Ich hol dich ein! Boah, das wird richtig schnell! Boah, das ist eine Abfahrt! Ich bin schneller als du! Oh, jawohl! Ich bin Erster! Hallo! Nein, ich dachte, ich bin Erster! Ich dachte, ich werde Erster. Oh, scheiße! Wow! Was ist hier passiert? Ist abgestürzt! Hast du ihn gesehen? Ja, na klar! Das ist voll in die Tiefe gegangen, das Ding. Du bist fast über die Kante gegangen! Das Moschee-Mobil ist es! Wow! Heftig, okay. So, hoch hier. Die Leiter hoch, die hier war. Wo ist denn die? Da ist er. Jetzt komme ich ja nicht vorbei. Weil ich dachte, ich stürze mit ab. Das wäre es ja noch gewesen, ey. Er liegt ja aber hinterher gewunken. Was hast du jetzt davon für dein scheiß Schneemobil? Und was du. Bumsi, Bumsi, Bumsi. Hier ran. Hier ran. Da rein. Hopp. Hier reinrutschen. Kannst auch nochmal rodeln. Ich sehe ja nichts. Unterwegs. Ich sehe nichts. Ich sehe ja nichts. Genau vor dir war eben ein kleiner Schacht. Da musst du reinrutschen. Ja, ja. Ach, ja. Oh, ich hab nicht gesehen da drin. Du bist hier voll aufgebreitet neben mir. Wow. Oh. So, hoch hier. Hast du unterwegs die Kräuter einsammeln können? Nee, leider nicht. Warte. Mann, das sind die Gaudi hier, oder? Das ist absolute Schneetreiben. So, Vorsicht! Dieses Spiel, weißt du? Resident Evil 6. Und dann kannst du da rodeln gehen, mit dem Schneemobil fahren, mit dem Humvee, mit dem Jet fliegen, Sniper, Nahkampf, alle drin, alles schön. Dabei. Hier ist noch ein... Bekommen? Ja, da bricht er raus. Herzlichen Glückwunsch. Zum Geburtstag. Frisch geboren. Sehr gut. Die Viecher sind offenbar sehr, sehr empfindlich gegen den Granaten, ne? Aber. Ist ein bisschen wie bei Alan Wake. So. Ah, Licht! Nimm die Taschenlampe aus meinem Gesicht, du Arsch! Meine Taschenlampe brennt. Ob im Regen und im Wind. Ich steck sie mir auf den Pimmel. Und feixe auf Stufe 3. Wir wissen, was Stufe 2 ist und was Stufe 3 ist, umso weniger. Feixe immer nur auf Stufe 1. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, oh, warte! Was ist los? Ostwind. Na, da war aber eine kleine Knisterspannung zu spüren. Bumsi, Bumsi, Bumsi. Hey, hey, wer bist du? Hey, wer bist du eigentlich? Aber weißt du was, du kannst mich anstellen übrigens für 1000, weißt du?
Eigentlich 50 Millionen. Und dann bumse ich sie. Mein Vater hat mir mal ein Küchenmesser in den Rücken gesteckt und gesagt, ich wäre ein Schnitzel. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb... Ist das nicht der im Rollstuhl sitzt? ...war sein Körper so stark mutiert. Im Film meinst du? Mhm. Tut mir leid, ich... Im Film ist das tatsächlich William Birkin hier. Ja, genau. Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast... Ja, eigentlich im eigentlichen Game kann er sehr wohl laufen. Dann wäre sie ja dem Filmen nach die Red Queen. Sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die... Ja, angeblich. Aber sie kommt auch als kleines Mädchen in Apocalypse vor. Ja. Da versucht ja alles, sie auch rauszubringen. Freust du dich schon auf den letzten Teil? Ja. Das wird wieder eine Gaudi. Absolut. Absurd wird der Scheiß. Es wird eine Gaudi. Es wird wieder sehr geiles CGI sein wahrscheinlich und tolles 3D. Was kann ich, wann kommt er denn eigentlich? Oh, Bumsy, Bumsy. 2017. Apropos schlechte Chance. Wann? 2017? Und jetzt müsste ich jetzt 2017, ja. Freut euch drauf, Leute. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Muss ich tatsächlich nochmal einen Resident Evil-Abend machen, bevor es losgeht? Oh, da bin ich aber dabei, du. Oh, war was vor, 5 Filme. Ist ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich leg hier eine Mine, wenn sie reinkommen, spreng ich. Falls sie reinkommen. Hier gibt's noch Munition. Der hat seine Hüfte verloren. Hier gibt's noch ein Feuer. Oh, von oben kommen welche. Yes, baby. Oh, hast du alle rausgekillt, wa? Nicht ja. Schlecht. Alle weggeflitzt. Willkommen! Achtung, weg da! Lauf weg! Ah, lauf weg! Ich will sprengen! Okay. Ich will ihn sprengen! Und bumm! Voll gut! Ich fühle mich wichtig, ja! Hier riecht's nach Zinn. Ah, der Tisch hier! Wollen wir den Tisch nicht umschmeißen? Warte mal, geht doch auch irgendwie. Ja! Ha! Guck mal, ich hab eine Deckung! Guck mal, freut mich! Ja, ich hab auch eins in die Fresse geschossen bekommen, eben deswegen. Verdammt! Schmeiß den Kerl! Er ist lustig! Anjerda! Jetzt kannst du gut fahren. Die waren doch schon gedillt. Sehr gut. Ah, 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 was passiert hier? Lawine! Anna! Schnell, ruf! Der Abschnitt ist scheiße übrigens. Der ist und los geht's! Doof, weil man so leicht missbauen kann. Rechter Trigger durchdrücken zum Fahren. Was passiert hier? Ah, oh, oh, was ist das? Das ist doch keine Fahrt. Bremsen. Was? Hallo. Wie? Was? Was passiert hier? Hilfe! Niemals bremsen. Was? Was? Ey, was passiert denn hier? Was hast du denn gemacht eben? Ich bin die ganze Zeit nach rechts rüber gedrückt worden, weil dein Schneemobil meins berührt hat. Okay, seltsam. Ich hab jetzt nach links gedrückt und kam nicht rüber. So, okay, Vollgas. Ah, also jetzt kann ich auch lenken. Okay. Niemals bremsen. Bringt überhaupt nichts, weil ich das noch im Kopf hab. Kommt runter. Die Götter müssen uns heute wirklich hassen. Nicht aufgeben, wir schaffen das. Das ist noch eine dümmere Schneemobil-Szene als bei Call of Duty Modern Warfare 2. Sehr ja, rechts müssen wir jetzt. Rechts. Wie gesagt, hier macht dich auf ein bisschen Bullshit gefasst. Es kann sein, dass wir auf ganz dumme Arten und Weisen draufgehen. Ich sehe auch ja nicht. Oder sonst irgendwas. Bäume, 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 Bäume. Oh, so viele Bäume. Ah! Scheiße. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ist der große Kerl. Das ganze Bild ist voll mit dem. Nicht langsamer werden. Aber kommst gut durch bisher. Ich will hier nicht mehr. Jetzt hier zum Beispiel können wir erwischt werden. Oh! Ansonsten wird hier erwischt werden. Oh! 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 Weiter geht's! Oh! Oh, je, je. Weiter, Gas geben! Lothar Matthäus! Ja, das meine ich. Das meine ich. Das ist bullshit, ich bin erwischt worden, warum auch immer.
muss ich den ganzen Cheat nochmal machen, oder was? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr, ob wir die ganze Fahrt machen müssen. Nee, nur ein Teil der Fahrt. Da geht's da teilweise um Millimeter. Du kannst den rechten Stick übrigens ein bisschen bewegen, dann siehst du mehr. Tatsache. Du Guter. Ah! Ja, jetzt kam's von rechts, ich weiß auch nicht warum. Ist ganz komisch hier. Bäume, 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 Bäume! Oh Gott. Bäume, 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 Bäume! Bumsi, bumsi, bumsi. Ich will hier nicht begraben werden! Jetzt bist du wieder viel schneller als ich. Oh, oh, oh! Du aber meine Fresse. Ich muss irgendwie so machen, dass man nicht zu oft springt, aber ich weiß nicht wie. Ja, oh, wow! Ui, ui! Alter Verwalter! Hilfe! Lotta Matthäus! Schon wieder! Wo muss ich gehen? Ah, mich erwischt's. Okay, gut. Was ist die Hölle? Wo ist die eng? Ah! Oh! Ui, ui, ui! Ich kack mich fett ein! Hast du einen Spaß, ey! Ah, was ist denn hier los? Was passiert hier? Denn hier? Was ist denn hier los? Nach links, nach links! Von! Nach rechts! Wo? Ah! Ey, nein! Oh Gott! Oh Mann, ich hab Spaß mit dir. Das ist doch nicht wahr. Nee. Wo werden wir jetzt eingesetzt? Okay, in der Höhle. Irre, oder? Echt irre. Ja. Da hinten bricht halt auf. Okay, erst leicht nach links, glaube ich. Dann rechts. Jetzt ist es zu spät. Ja, links, nee. Hier ist eine Spalte. Jetzt segnet erst. Jetzt entdecke ich das erst. Jetzt habe ich das auch. Es gibt genau so eine Szene bei, bei Halo 4. Da stürzt der Planet in sich zusammen und die ganzen Platten verschieben sich. Das war auch so aufregend. Da habe ich auch so geschrien. Da gibt es ein eigenes Spiel. Das gibt es ja auch bei Tomb Raider, wenn da plötzlich die Sachen wegbrechen, oder bei Assassin's Creed Unity. Ja, stimmt. Allerdings, nach rechts, 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 du hast rechts. Du bist richtig. Ich bin falsch. Ich sterbe jetzt. Ich auch. Hast du auch mal das Gefühl? Also es ist links, rechts, rechts, okay. Wenn das jetzt startet gleich, dass immer einer pfeift? Pass auf. Ja, stimmt. Jetzt gleich. Wow, wow, wir glitschen. Jetzt. Das ist keine gute Idee. Stimmt. Das ist eine Musik, oder? Soundeffekt. Denk mal die ganze Zeit draußen, ja. Pfeift einer. Geh nach rechts leicht, oder? Dann nach links. Oh. Und wieder. Oh. Ja. Da wurde ich fast von Rad erschlagen. Nein. Oh! Oh Gott! Oh! Scheiße! Ich dachte, da reißt es mich dann. Ah, schön. Ey, das einmal pro Kampagne hast du einen richtigen Ablachermoment. Ja, auf jeden Fall. Boah, leck mich am Arsch. Ah, toll. So, jetzt sind wir in der Eishöhle. Toll. Siehst du, wir sind direkt in der Mine gelandet. Wow. Ah, oh Gott, halt mich erschrocken. Ich will nicht Und mehr. Und klimpert hier. Was ist passiert denn hier? Und klimpert. Oh. Aber wie convenient das ist, ja, dass wir plötzlich hier neue Orte kommen und so weit. Ich wünsche mir übrigens... Bedenken, wir sind von der... Ja? Sag du zuerst? Nee, mach mal du. Bei dir passt es noch besser in den Kontext gerade. Bei mir ist schon wieder ein anderes Thema. Wir sind von der Lawine abgehauen, ja, von der Lawine weggefahren, zufällig in einer Mine gelandet und hier ist zufällig der Usternack. Ja, er steht da und wartet. Vor allem, wer ist er und was macht er da? Er ist dafür da, damit wir verstehen, was diese kleinen Käferviecher sind. Und dann kommt da raus. Dafür ist er da. Puh, 40 Jahre kacken, endlich fertig. Nein! Alles für die Katz. So. Keine Feuerwaffen nutzen. Diese Viecher müssen wir von hinten niederschlagen, denn die schlagen Alarm, sodass er uns dann jagen geht. Wenn er uns tatsächlich mal jagen geht, springen in diesen Müllcontainer rein. Na super. Wenn du es rechtzeitig machst, sieht er uns nicht. Okay, warten wir erstmal ganz kurz. Wie gesagt. Jetzt kommen das erste Mal Stealth-Elemente mit rein in das Game. Was ziemlich dümmlich ist. Aber naja, Abwechslung halt. Zeig dir mal, wie das geht und danach darfst du auch gerne ausprobieren. Zeig mal her.
Ach, die Folge ist vorbei. Shit. Bist du doof? Jetzt hab ich's. Okay. Und hinten ran und dann wird dann der Knopf angezeigt, den du drücken kannst. Ja, Folge ist vorbei. Sag an. Oh. Ich bin drin. In Sicherheit. Alles klar. Ich darf dich drin, wenn du drin bist. Ach doch. Komm, kuscheln. Und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns von Folge, weiß ich nicht, 4000 von Resident Evil. Ich hoffe, ihr habt Spaß.